Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zoo Tycoon und wie versprochen stürzen wir uns heute in ein Dinosaurier-Szenario und ich habe mir da schon eins ausgeguckt, nämlich das Tal der Dinosaurier, vielleicht Fortgeschrittene. Dieses Szenario ist etwas länger, es dauert 18 Monate. Ich glaube aber, dass ich keine 18 Monate brauche und ich würde euch wieder ranschneiden, wenn die Wartezeit losgeht. Und abgesehen von der Tierzufriedenheit, der Zoobeurteilung und so weiter, brauchen wir 8 verschiedene Dinosaurier oder prähistorische Tiere, also Eiszeittiere oder ähnliches. Ja, dann stürzen wir uns hier gleich mal rein. So, und ich zeige euch mal kurz das Gelände. Und ihr seht schon, es ist tatsächlich ein Tal, was für mich das Ganze nicht unbedingt besser macht. Wir haben ja auch eine heiße Quelle, wir haben hier eine Lavagrube und wir haben viele, viele Bäume. Und das stört mich alles, das will ich alles weghaben. Wir haben $150.000, was an sich nicht schlecht wäre, wenn wir hier von einem normalen Zoo ausgehen würden. Der Dino-Zoo an sich ist immer sehr teuer. Dinos brauchen teure Gehege mit teuren Zäunen, sie brauchen teure Wissenschaftler, sie brauchen viel Platz, sind an sich auch ganz, ja, nicht ganz billig. Und, deshalb, jetzt seht ihr schon, ich habe jetzt schon 40.000 Gewinn gemacht, nur indem ich das alles gelöscht habe. Und jetzt haben wir hier aber das Problem, dass wir ein sehr unebenes Gelände haben. Und an diesem Gelände, ja, gibt es hier eine tiefe Senke, es gibt viel Schnee. Und das macht das Ganze natürlich jetzt nicht einfacher. Ich möchte eigentlich das schon ganz gerne halbwegs gerade haben. Aber wir müssen jetzt auch nicht unbedingt bis an die Zoomauern rangehen. Deshalb werde ich mal versuchen, mich hier auf das Nötigste zu beschränken. Das heißt, ich möchte hier schon ja, eine relativ ebene Fläche haben. Aber die muss nicht bis zur Zoomauer ranreichen. Das würde dann auch ein bisschen doof aussehen. Ihr seht schon hier, da wird es dann so einen richtigen Knick geben. So. Und dann steht die Mauer so hoch. Das liegt daran, dass ich nur das Gelände... Ja, so zum Beispiel. Dass ich nur das Gelände innerhalb der Mauer bearbeiten kann und nicht außerhalb. Und man kann es auch außerhalb bearbeiten. Dazu braucht man eine Art Zusatztool, eine Art Zusatzmod, den man sich herunterladen kann. Und der wird dann bei mir Verwendung finden, wenn es dann soweit ist, dass ich meinen eigenen Superzug quasi baue. So, jetzt machen wir das Ganze hier ein bisschen... nein. Ja, ich bin da immer pingelig. Es muss nicht ganz gerade sein, im Gegenteil. Ich finde es gerade, wenn wir so angehobenes Gelände haben, ganz schön, wenn das eben nicht alles ganz gerade ist. So. Und für die Tiere, mit denen ich es anfangen möchte, brauche ich Gras. So. Das ist jetzt egal, wenn da ringsherum noch Schnee ist. Das werden wir dann einfach ignorieren. Ihr seht schon, das geht gerade ordentlich ins Geld. Das Ganze in Gras umzuwandeln, aber ich brauche das eben. So. So, damit kann ich jetzt eigentlich schon ganz gut leben. Warum Gras? Ihr erinnert euch, seht ihr, ja, mitten im Satz aufhören, voll mein Ding. Wir hatten 150.000, haben durch den Abriss 40.000 gewonnen und haben diese Kohle quasi jetzt komplett hier reingesteckt, um das Gelände anzupassen. So, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, warum Gras? Ihr erinnert euch, ja, es ist ein Dino-Zoo, aber ich darf auch prähistorische Tiere an sich verwenden. Prähistorisch heißt in dem Fall, es dürfen Eiszeittiere sein. Oder ähnliches. Und in diesem Fall habe ich es abgesehen auf Riesenfaultiere und Makraukenia. Keine Sorge, ihr kriegt trotzdem genug Dinos zu sehen. Aber ich muss ein bisschen danach gehen, wie teuer sind Tiere in der Anschaffung, in der Haltung. Und so. Ich mache hier gerade einen schönen Zoo-Vorplatz. Und um erstmal Geld zu verdienen, brauche ich natürlich Tiere, damit ich Besucher anlocken kann. Und da eignen sich natürlich Tiere ganz gut, die noch nicht so teuer sind und die, anders als Dinos, auch nicht aus Eiern schlüpfen, sondern mir direkt zur Verfügung stehen. Und das sind eben Makraukenia und Riesenfaultiere, mit denen arbeite ich sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Und was jetzt auch ganz wichtig ist, wir sollten unsere Forschung noch kurz in Angriff nehmen. Und da wechsle ich hier auf... Na, wobei, kann ich eigentlich auf Dinosaur Dix lassen? Nee, kann ich nicht. Ich muss die ja deaktivieren.
Also das, denke ich, kann man so lassen. Da gibt es ja nämlich die Dino-Pflanzen, die Dino-Häuser und die Genforschung. Und hier die Tierunterstände kann ich jetzt auch erstmal weglassen. Dinosaurierpflege, T-Rex-Pflege, die lasse ich auch erstmal weg. Ich glaube nicht, dass es in diesem Szenario schon dazu kommt, dass wir uns einen T-Rex gönnen. Das ist nämlich irrsinnig teuer. Deshalb beschränken wir uns hier auch auf das Nötigste. So, dass unsere Pfleger oder unser Personal eben auch gut geschult sind. Das ist relativ wichtig, weil dann ist, glaube ich, sind die Futterkosten reduziert, die Tiere bleiben gesünder und so weiter. Mit diesem Vorplatz weiß ich noch nicht genau, was ich da anstelle. Vielleicht setze ich da noch einen Brunnen rein oder so. Jetzt geht es erstmal los mit unserer ersten Tierart. Und die würde ich ganz gerne hier so hinpacken. Das heißt, ich drehe das Gelände einmal. So, dann sehe ich diese Ecke besser. Und Riesenfaultiere und Makraukenia haben beide den Vorteil, dass sie sich mit ganz normalen Zäunen zufrieden geben. In dem Fall sogar einfach nur mit diesem Koppelzaun. Und das ist für Besucher natürlich auch sehr angenehm. Da können sie schön drüber gucken. Und ich habe ja hier ein schräges Gelände. Das heißt, das kann ich ein bisschen mitnutzen, wenn ich das möchte. Aber ich glaube, Makraukenia brauchen jetzt nicht unbedingt großartig Berge. Deshalb... Sie brauchen auch ein bisschen Schnee. Also ich hätte da sogar noch ein bisschen Schnee reinragen lassen können. Das werde ich gleich wieder entsprechend korrigieren. Und dann machen wir jetzt mal ein ganz schlichtes Gehege. So. Ihr seht schon, das ist nicht besonders groß. Das muss es auch tatsächlich nicht sein. Die Makraukenia brauchen nicht so sehr viel Platz. Und das Schöne ist, sie brauchen auch nur einen Tierpfleger und keinen Wissenschaftler, was das Ganze auch nochmal günstiger macht. Ich zoome uns mal ein bisschen näher ran, dass ihr das gleich ein bisschen besser sehen könnt. So. Zum Thema Makraukenia. Ihr wollt vielleicht nochmal genauer wissen, was das für ein Tier ist. Und ich habe ja schon ein paar Mal so diese Tierbeschreibungen gelobt, die uns das Tier hier, das Spiel hier bietet. Und ja, auch wenn das jetzt teuer ist und eigentlich unnötig, ich habe das hier gerne als schönen Übergang. Deshalb habe ich jetzt außerhalb des Geheges auch nochmal ein bisschen Schnee hingepackt. So. Genau. Wir werden uns jetzt mal ganz kurz anschauen, was das Makraukenia eigentlich ist. Denn, wie gesagt, die Tierbeschreibungen, die ich immer so lobe, die haben wir uns noch gar nicht großartig angeschaut. So, Makraukenia bedeutet langes Lama. Und hier sehen wir schon so ein Bild. Es sieht tatsächlich so ein bisschen vom, ein ganz weites bisschen aus wie ein Lama. Also eigentlich sieht es eher aus wie ein Tapir vom Kopf her. Und hat aber auch einen langen Hals, ähnlich wie ein Lama. Beine wie ein Pferd steht hier. Und ist ein, pferdeähnliches Säugetier gewesen. Steht hier eigentlich irgendwo, in welcher Zeit das gelebt hat. Südliche Klimazonen. Eiszeittiere auf jeden Fall. Aha, Wissenschaftler verfügbar. Und ihr könnt euch das hier gerne nochmal alles dann in Ruhe durchlesen. Ihr müsst dann halt auf Pause drücken. Hier im frühen Pleistozän hat es gelebt. Vor 7 Millionen bis 20.000 Jahren. Das ist also noch relativ jung gewesen. War dann natürlich auch schon zur Zeit der Eiszeitmenschen. Und jetzt ist es irgendwie gerade weggegangen. Egal. Und hier sehen wir schon so ein Makraukenia. Und ich würde sagen, wir setzen hier gleich mal ein Pärchen rein. Das könnte jetzt sein, dass wenn ich jetzt tatsächlich ein drittes Tier brauche, das weiß ich nämlich gerade nicht, ob ich das brauche. Manchmal sind sie dann nur zu dritt glücklich, dass es dann vielleicht auch ein bisschen knapp wird. Aber wir haben ja noch genügend Platz. Ach, ich brauche doch keinen Tierpfleger. Ach, und ich war mir jetzt sicher, dass ich dafür einen Tierpfleger brauche. Aber nein, das war falsch. Ich brauche doch einen Wissenschaftler. Da habe ich mich tatsächlich geirrt. Ich war der Meinung, Tierpflege reicht. Okay. Ja, jetzt geh doch hier weg. Hallo. So. Dann weisen wir hier mal das Gehege zu. Allerdings, was das Makraukenia braucht, ist ein Unterstand. Und da reicht eigentlich so ein normaler Stall. Den packen wir mal hier so hin. So. Jetzt ist es natürlich immer noch lange nicht glücklich. Da brauchen wir noch mal einiges mehr. Wir gucken mal nach. Mehr Tiere. Okay, also wir brauchen erstmal ein drittes Makraukenia. Und dann wird sich jetzt gleich rausstellen, ob unser Platz reicht. Ich überlege gerade. Theoretisch vermehren die sich auch, wenn sie zu zweit sind. Dann hätten sie ein Baby. Und dann wären sie zu dritt. Vielleicht lasse ich das erstmal. Also wir brauchen mehr Erde. Wir brauchen braunen Stein.
Das sollte jetzt kein Problem sein. So, das können wir mal hier so am Rand ein bisschen. Ich finde es halt immer ganz schön bei Steinboden, wenn der auch wirklich so ein bisschen an einen Hang ranreicht. Das sieht dann ein bisschen authentischer aus. Ich bin mir auch fast sicher, dass das Makaukenia dann noch Wasser braucht. Schauen wir erstmal Erde. Braucht es, glaube ich, hoppla, gar nicht so viel. Ja, ist ja gut. So. Ah, doch ein bisschen. Nee, das war jetzt zu viel, okay? So, jetzt schauen wir mal. Mehr Pflanzen, mehr Felsen und tatsächlich noch etwas Wasser. Jetzt hat es wahrscheinlich zu wenig Gras, genau. Es geht hier wirklich um einzelne Quadrate, damit es wirklich passt mit dem Erde und Felsen und so weiter. So, jetzt ist es schon zufrieden. Und jetzt brauchen wir natürlich noch entsprechend Pflanzen und eben Felsen, damit es glücklich ist. Bei den Pflanzen, man muss nicht immer zwingend nachgucken, welche Pflanze möchte das Tier ganz gerne, sondern dieses Tier, ja, jetzt kommen sie wieder damit an. Eigentlich geht es meinen Tieren doch ganz gut. Diese Tiere leben überwiegend auf Grasland und deshalb probieren wir einfach mal eine Graslandpflanze aus. Es gibt noch andere Graslandpflanzen, allerdings müssen die erst erforscht werden. Wir haben jetzt hier erstmal nur den Laubbusch. So. Das reicht schon, aber ich glaube, es braucht einiges an Felsen. So. Auch gar nicht mal so sehr viele. Das gucken wir mal. Also es hat schon eine Gehege-Eignung von 89. Ja, mehr Tiere derselben Art. Ich lasse jetzt trotzdem erstmal die zwei. Vielleicht habe ich ja Glück und sie vermehren sich von ganz alleine. Und dazu müssen sie jetzt natürlich erstmal ein bisschen glücklich werden. Makaukenia gehören zu den Tieren, die sich eigentlich ganz gut vermehren bei Zoo Tycoon. So. Ja, wow, genau. Das liebe ich ja immer, diese Besucher-Kommentare. So. Hier können wir jetzt, ja, ich brauche diese Spielerei natürlich. Wir können jetzt hier doch ein bisschen wieder Pflanzen reinsetzen oder andere Dekoartikel. Ich nehme jetzt hier mal diese Blumen hier. Und die Hecke vielleicht, um das Ganze abzugrenzen. So, ja, das ist doch ganz nett. Was ich ja auch immer ganz gern mag, das sind dann hier noch Bänke oder Laternen zum Beispiel. Also machen wir zwei Bänke. Eine Gehegebeschilderung. Ja, jetzt darf ich auch wieder Tiere aufnehmen. Meine Makaukenia haben sich also ein bisschen beruhigt. So, das lassen wir jetzt mal so. Ich weiß zum Beispiel, dass der Alex total gern diese Steinlampen mag, die sich hier die kleinen Steine. Also, gibt es auch noch in groß, aber in klein. Oh. Oder soll ich sie doch mal in groß nehmen? Kostet natürlich Geld, aber gefällt auch den Besuchern. So, vielleicht hier eine und hier noch eine. So, das ist doch nett. Ja, ich denke, so kann man das erstmal lassen. Und damit haben wir unsere erste von 8 Tierarten. Wir brauchen dann natürlich auch noch ein Restaurant und so weiter. Aber ich möchte mich ganz gerne wohlfühlen in diesem Zoo. Und mir gefällt das hier noch nicht. Deshalb gucke ich mal, was ich da jetzt in die Mitte hinklatschen könnte. Wie wäre es mit einem T-Rex-Skelett? Ah. Oder vielleicht gleich einer T-Rex-Statue. Da gibt es nämlich auch noch eine. Hier zum Beispiel. Ach so, nee, das haut da nicht hin. Weil ich die nicht genau in die Mitte setzen kann. Was hätten wir denn dann noch? Habe ich irgendwas mit 3 auf 3? Hm. Nicht so wirklich, ne? Heiße Quelle vielleicht. Das würde jetzt gehen. Ja, das gefällt mir jetzt nicht so ganz. Jetzt fange ich hier schon wieder an rumzuzicken. Ich könnte natürlich hier... Nee, den Ententeich, der geht nicht. Ich glaube, ich nehme jetzt doch hier die T-Rex-Statue. Nein, nicht die Raptoren. Die T-Rex-Statue. Genau. So. Dann machen wir das mal so. Und dann bauen wir hier noch ein bisschen Weg hin. So, das ist doch eigentlich ganz okay. Ich kann damit ganz gut leben. So. Riesenfaultiere hatte ich noch auf dem Plan. Genau.
Es würde sich jetzt natürlich eigentlich anbieten, die da drüben hinzumachen. Auf der anderen Seite, wenn ich sie nach rechts setze, dann könnte ich die Wissenschaftler gleich weiterverwenden. Was ich allerdings, genau, das ist mir noch ganz wichtig, in diesem Szenario noch hinbauen werde, das werdet ihr jetzt einmal sehen und dann nie wieder, also in diesem Szenario, das ist eine Kompostieranlage. Die finden die Besucher nicht so toll. Ja, die stinken und so weiter. Also nicht die Besucher, sondern die Kompostieranlagen. Aber die geben Geld. Und ich setze die jetzt mal hier ganz weit weg. So, hier so in die Ecke rein. Die kosten nämlich keinen Unterhalt und die verwenden, die verwerten unsere Dino-Häufchen und andere Tierhäufchen natürlich auch. Und damit kann man ganz gut Geld einsparen. Deshalb habe ich die jetzt mal da hinten ins Eck gesetzt. Wir können ja nachher mal gucken, wie viel Kohle die Kompostieranlage abgeworfen hat. Ich glaube, ich packe jetzt hier erstmal ein Restaurant hin, damit wir da noch ein bisschen Kohle verdienen. So, das kann man ja hier so mit dran packen. So, so, so ist gut. Genau. Und natürlich den Weg. Jetzt könnten wir hier natürlich auch wieder Dekoartikel, aber ich will jetzt nicht meine ganze Kohle für Dekoartikel ausgeben. Das kann ich dann immer noch machen, wenn ich alle Tierarten habe und da noch Geld und Zeit übrig habe, dann kann ich das Ganze hier noch weiter verschönern. So, jetzt denke ich, wird es mal an der Zeit. Das Riesenfaultier, das machen wir noch, aber nicht sofort. Ich möchte jetzt erstmal wirklich einen richtigen Dino bauen. Einen Dino bauen vor allem, ja. Hm, alles klar. Welchen nehmen wir denn? Wir haben noch nicht allzu viele Dinos erforscht. Wir hätten hier das Monster von Loch Ness. Das ist eigentlich sogar ganz witzig. Braucht aber relativ viel Platz. Am wenigsten Platz braucht der Caudipteryx. Der ist allerdings auch ziemlich klein. Ich mag den Herrerasaurus wahnsinnig gerne, muss ich sagen. Der ist sehr, sehr schön dargestellt. Und die Lambeosaurier, die mag ich auch sehr gerne. Der Iguanodon, der gefällt mir natürlich auch gut. Da weiß ich aber, da brauche ich mindestens 3 Stück. Das weiß ich jetzt bei den anderen nicht so genau. Ich kann mich jetzt schon wieder nicht entscheiden, verdammt. Ich glaube, ich nehme den Lambeosaurier aus der Kreidezeit. Genau, der gefällt mir jetzt ganz gut. Aber ich habe gerade überhaupt gar keine Ahnung, wie viel Platz der braucht. Aber wirklich überhaupt nicht. In kleinen bis mittelgroßen Herden. Das heißt, wahrscheinlich komme ich da mit 2 Tieren hin. Und ich denke, ja, für Dinosaurier geeignet. Ich nehme mal diesen Zaun hier. Diese Hintergrundstimmen, das ist quasi die Sounddatei, die zum Restaurant gehört. So, ich mache das jetzt mal so. Und hoffe mal, dass der Platz, den ich jetzt hier gerade einkalkuliere, ausreicht. Wir können das Gehege ja notfalls immer noch vergrößern. So. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man hier eben zwischen dem Restaurant und solchen Zäunen ein bisschen Platz lässt, damit der Wartungsarbeiter da auch gut hinkommt, um die Zäune später zu reparieren. So, den Eingang mache ich mal hier hin, dann ist er nicht allzu weit weg vom Makaukinia-Gehege. Und was jetzt natürlich wieder mal recht blöd ist, ist, dass ich das Gehege erst anpassen kann, wenn der Lambeosaurus dann auch geschlüpft ist. Denn erst dann bekomme ich eine Anzeige, was er so braucht. Ich setze da jetzt mal 2 Eier rein. Natürlich nicht irgendwo mitten rein, sondern schon schön dicht an die Tür, damit der Wissenschaftler gleich nicht so weit laufen muss. Einmal männlich, einmal weiblich. Dann wähle ich meinen Wissenschaftler aus. Und mir fällt gerade ein, ich könnte noch einen Wartungsarbeiter einstellen. Das ist natürlich auch ganz wichtig, damit er sich um unsere Zäune kümmert. Denn zum Beispiel gerade der Koppelzaun hier, der geht sehr gerne sehr schnell kaputt. Und dann rennen unsere Makaukinias draußen frei rum. Das will kein Mensch. So, der Wissenschaftler kümmert sich jetzt hier rum, also um die Eier. Und da kann ich mal kurz eben gucken. Der Lambeosaurus, das erkenne ich jetzt hier an dem Hintergrund, der wird also schon größtenteils Nadelwaldboden brauchen. Das heißt, da können wir schon mal einiges anlegen. Bloß nicht zu viel, denn wie viel er wirklich braucht, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, ob der Lambeosaurus eine Höhle braucht und alles. Ich habe bei dem gerade überhaupt keine Ahnung. Ich sehe aber, er braucht einen Mammutbaum. Also nicht nur einen wahrscheinlich. Also wir können schon mal ein paar Mammutbäume reinsetzen, die wir noch nicht erforscht haben. Oder haben wir schon? Moment. Ich glaube fast nicht.
Nein, wir haben noch keine Mammutbäume. Was sagt denn meine Forschung? Bin ich da vielleicht schon in der Nähe? Pflanzen, ja, jetzt kommt als nächstes Schachtelhalm. Ich mache die zweimal aus, damit es hier etwas schneller geht. Der Schachtelhalm ist in 3 Tagen fertig. Wenn ich Glück habe, kommt danach schon der Mammutbaum. Dann werden wir hier jetzt erstmal die Zeit nutzen und zumindest ein paar Felsen reinsetzen. Alex sagt dann auch immer, oh, nimm doch mal andere Felsen, das sieht schöner aus. Ja, hat er auch recht. Deshalb werde ich jetzt hier tatsächlich mal andere Felsen verwenden, aber schon auch viele kleine Felsen, denn das Wichtigste ist nun mal, dass es den Tieren gut geht und dass sie glücklich werden. So. Kleinere Felsen mit dazu. Ich lasse hier hinten jetzt extra mal Platz, weil die Lambeosaurier eventuell tatsächlich einen Unterstand brauchen. Den würde ich ganz gerne hier hinpacken und habe gerade schon mal eine Zweifel, ob der Platz dafür überhaupt ausreichen würde. Das wäre dann nämlich wahrscheinlich so eine eine Dinosaurierhöhle wäre es nicht. Wenn, dann wäre es, ja, würde sogar reichen. Würde die große Höhle hinpassen? Nein, würde sie nicht. Ja, wenn er die große Höhle braucht, was ich fast nicht glaube, die braucht eher sowas wie der T-Rex, dann müsste ich das hier halt nochmal vergrößern. So, da ist er schon geschlüpft. Oh, also das Gehege wird zu klein, mit Sicherheit. Das sind nämlich die kleinen Lambeosaurier, die werden noch eine Ecke größer, das wird niemals reichen. Mehr Nadelwald, ja, mehr Tiere der gleichen Art, okay, mehr Pflanzen. Ich brauche mehr Wasser. Also erstmal mehr Wasser und mehr Nadelwaldboden.